Ja, du kannst dann durch die doppelflügelige Tür treten und dich einmal links und rechts umsehen, noch dass da nicht irgendwie jemand wartet auf dich, aber es scheint wohl keine Falle zu sein. Also du kannst jetzt zumindest keinen weiteren Mann wieder erkennen, keine anderen Dämonen. Du siehst zwar noch, wie einige Musikinstrumente dort stehen und auch von alleine spielen, aber den ja, Einflüsterungen kannst du auf alle Fälle noch widerstehen, weil die Harmonie immer noch sehr stark in dir ist. Und kannst dann noch an diesen ja, Essenstisch herantreten. Sie liegt da tatsächlich vollkommen nackt. Also sie ist wunderschön und sollte da wohl gerade geopfert werden. Ihre Haare hat sie noch. Also sie ist keine Sklavin, die da jetzt irgendwie haarlos oder sowas ist, sondern ja, tatsächlich irgendwie jemand, der gegessen werden sollte bei lebendigem Leibe. Und ein, wie gesagt, quadratisches Hautstückchen kannst du auch schon sehen, was da wohl auf einem blutig schmatzend auf einem Teller liegt. Helft mir bitte. Bitte. Natürlich, sofort. Bleib ganz ruhig. Wie heißt du? Jasina. Jasina, wo sind die, die dir das angetan haben? Wohin sind sie gegangen? Ich weiß nicht, es waren diese Mannwidder und diese Fellkreaturen und diese Priesterin. Ich glaube, es war die Heptarchin selber. Sie wollten mich Wie essen. lange sind sie schon weg? Ist keiner mehr im Raum? Ich weiß es nicht, vor ein paar Augenblicken, vielleicht vor einer halben Stunde, ich weiß es nicht. Und seitdem liege ich hier. Ganz ruhig, Sie ganz ruhig. Du wollten bist mich in essen. Sicherheit. Du bist jetzt in Sicherheit. Keine Sorge, ich werde auf dich aufpassen. Sei ganz ruhig. Ich möchte nur sicher gehen, dass hier niemand dir etwas antun kann. Bitte bindet mich los. Ja, beim letzten Mal schaue ich in jede Ecke, nicht dass in letzter Sekunde noch ein Hinterhalt kommt. Nehme dann meinen Dolch und ja, schneide sie los. Ja, beziehungsweise du kannst dann an der richtigen Stelle dann diese Ketten lösen. Also aus Eisen Oder schießt Ketten, dann dein Dolch nochmal in diese Verankerung, sodass sie dann gelöst wird. Und ja, sie bleibt dann auch so ein bisschen heulend auf dem Tisch liegen. Hält dann auch ihre Hände so ein bisschen schützend vor sich, vor ihren Schambereich, beziehungsweise dann auch vor die Stelle, wo auch dann das Fleisch von ihr aufgeschnitten ist. Und ja, heult da erstmal weiter auf dem Tisch herum vor Schmerzen, vor Frustration, vor Wut vielleicht auch. Und vielleicht auch vor Erleichterung, weil sie jetzt doch gerettet wurde, kurz vor ihrem sicheren Tod. Bitte mich zurückbringen ganz nach, ruhig, keine weiß Sorge. ich nicht, nach Zorgat oder so. Ich will hier weg. Das werden wir. Du bist hier in Sicherheit. Alles ist gut, alles ist vorbei. Der Albtraum hat ein Ende. Müsst mich beschützen. Bitte. Ich kann mich nie wieder sicher fühlen. Komm, begleite mich. Ich bringe dich in einen Tempel. Dann wird es dir bald besser gehen. Danke. Und ich möchte eine Heilungsliturgie auf sie wirken. Ja. Du schießt natürlich in ein Sanktum. Ja. Kannst gerne mal deine Liturgie würfeln. Und du trägst natürlich auch einen Splitter der Belkelel, den Splitter der Belkelel in deinem Geldbeutel. All das sind so Faktoren, die eventuell das Ganze mit dem Segnen stören könnten. Und ja, du sprichst die Worte, flehst Perrine und Raya an, dass sie dir helfen, und es passiert nichts. Ich fühle mich nie wieder sicher. Ich wurde geraubt, gestohlen und ja, sie fällt dir um den Hals. Sie versucht dir irgendwie so nah wie möglich zu sein und versucht dich auch so, also versucht nicht dich abzulenken, aber sie lenkt dich halt einfach ab und du merkst, wie sie weint, wie sie klammert und dann kannst du sehen, wie hinter dir wohl auch die anderen wohl im Gang herumschreiten. Du blickst dich kurz um, ob es irgendwelche Feinde sind, aber siehst dann wohl, wie Ukurian von Zorgan gerade mal hineinspäht auf der Suche nach den Klängen und woher sie denn kommen. Keine Sorge, du bist in Sicherheit. Jalan, ich brauche deinen Umhang. Bitte was? Ich brauche deinen Umhang. Warum, Garenor? Ich zeige auch das nackte Mädchen meinen Arm. Ich fange an, meinen Umhang zu lösen. Wenn ihr jeden nackten Menschen in diesem Ort hier kleiden wollt, haben wir alle nicht genug Stoff dafür am Leib.
nicht einmal die Geweihten wollen mir helfen. Werf Geras dann den Umhang zu, so aus soliden 3 Schritt Entfernung. Keine Sorge, du bist in Sicherheit. Er ist nur ein wenig grummelig. Carino, wir können nicht jeden Einzelnen hier retten. Lass das jeder da machen. Wir haben definitiv Wichtigeres zu tun. Nun, ob wir es können oder nicht, wir werden es versuchen. Denn das ist unsere Aufgabe. Es ist eure Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Diener der Erzdämonen mit dem Feuer und dem Schwert auszubrennen. Ich blick mich um. Keine hier. Also haben wir Zeit für andere Sachen. Und dann lege ich ihr einen Arm um die Schultern, einen Arm unter die Knie und heb sie einfach hoch. Ich blicke mich wieder nach Abelmir um, bevor ich hier noch einen Wutanfall kriege. Ihr dürft alle mal Götter und Kulte plus 7 würfeln. Dämonologie würde helfen. Oh, ich habe genau 7. Bisschen wenig, oder? Das ist schon schwach, ja. Zum Glück bin ich kein Teufel. Hey, ist egal, ob ich Teufelsch bin. Aber habe ich mir auch. Oh, also ich glaube, der Harmoniesegen wirkt halt auch noch, ne? Aber es ist egal. Dieser Rund kann auf alle Fälle dann mal von Raum zu Raum gehen und dann vor allem dann auch die Farben anzünden, also mit so irgendwelchen Fackeln oder so, irgendwelche Tuche, irgendwelche blutigen Seidenstoffe kannst du dann dem Flammen übereignen oder die Musikinstrumente, also Harfen oder auch Klaviere, die da stehen und dann vor sich selbst anfangen zu spielen, irgendwelche harmonischen, kakophonischen Klänge von sich geben, kannst du dann eine nach dem anderen dann vernichten und zerstören. Im Badezimmer werdet ihr auch blutige Wannen vorfinden, verschmiert. Ihr wollt euch gar nicht vorstellen, welche Spiele hier getrieben worden sind. Die Keller hattet ihr ja schon gesehen. Auch das wäre vielleicht eine sehr langwierige Aufgabe, den dann zu reinigen. Da könnte man dann auf alle Fälle die Rosenritter mal runterschicken, damit die dann in diesen fleischigen Katakomben und Kavernen mal für Ordnung sorgen. Und ja, ihr könntet auch den Garten betreten. Das wäre ebenso möglich. Nach und nach dann dieses Unheiligtum erkunden. Wie gesagt, es gibt ein Archiv mit vor allem Materialien über den menschlichen Körper. Es gibt wissenschaftliche Aufarbeitungen, wie lange und wie weit man einen Menschen quälen und verstümmeln kann, bevor er stirbt. Oder aber wie viel Leben man zerschneiden kann, bis jemand im Sterben liegt und wann man jemanden noch wieder zurückholen kann und ab welchem Punkt es nicht mehr möglich ist. Also hier wurden viele Menschen dem Tod übereignet und das dann eben in einem wissenschaftlichen Protokoll dann niedergehalten. Also anatomische Studien oder auch Bilder, die mit so kleinen Mosaikstückchen in den Boden, in den Flur gemeißelt worden sind oder auch gelegt worden sind, würden euch dann auch nachhaltig sehr stark verstören. Bis ihr dann, nach ungefähr einer Stunde könntet ihr dann wieder nach draußen allesamt treten. Wenn ihr dann das vernichtet habt, was ihr dort drin gefunden hattet, wie gesagt, auch eine Winzerei mit blutigem Wein, ein Ballsaal, die Seidenmanufaktur, die Spielkammer dem Jona von Zorgan, und so tretet ihr nach ungefähr einer Stunde nach draußen, nach Blut und nach Schweiß stinkend, ob ihr jetzt nun selber wart oder so steht ihr dann allesamt draußen. Wenn wir dieses Archiv durchsuchen, finden sich da auch Anleitungen, wie man diese uronischen Skalpelle herstellt? Und das könnte eventuell nochmal wichtig werden. Vor allem werden die hergestellt in Elburum. Also da werden sie für die Kirche der Belkulel oder eben der Al-Sali Al-Saliri, die eine und die einzige, werden die hergestellt, und da in der Schule der Schmerzen wird eben, da ist das Zentrum dieses anatomischen Instituts, und wenn ihr die aufhalten wollt, dann müsstet ihr in Elburum nachforschen. Hier sind dann eben nur die Ergebnisse eingetragen. Aber die Bibliothek ist sehr schlecht aufgestellt, möchtet ihr meinen. Also dafür, dass es sich Bibliothek nennt, das ist nicht der Rede wert. Das ist... Ich nehme mal an, bei diesen wissenschaftlichen Aufzeichnungen stehen auch die Namen der Autoren dabei. Aber selbstverständlich. Sehr schön, das wird dann alles als Beweismaterial eingepackt.
Ja, so gerne tun. Ich möchte darauf achten, dass Abel mir nichts einpackt. Ich habe ihn nicht angefasst, wie ihr befohlen habt. Gott. Meine Hände sind rein. Genau wie meine Seele. Umso besser. Ihr wisst ja, ihr Sinde sagt, dass verbotenes Wissen nicht weitergetragen werden darf. Gibt es hier auch Bücher über Heilung? Also Bücher, die jetzt nicht explizit negative Sachen thematisieren? Also, wenn du dir das ansiehst, die Schule der Schmerzen möchte heilen. Das ist eigentlich dazu gegründet worden, nicht um Schmerzen zu verteilen, sondern um wissen zu wollen, wie man am besten Menschen oder auch andere Rassen und Völker heilt. Sie sehen sich selbst als Wohltäter und sie ordnen sich selber wohl auch der Grauen Gilde zu, auch wenn sie dort nicht sind. Das ist euch allen bekannt. Die Magier aus der Schule werden verfolgt und niemand würde irgendwie meinen, dass sie der Graue Gilde zugetan sind, aber sie halten sich tatsächlich auch an die Kleiderordnung des Codex Albyricus. Sie sehen sich so ein bisschen als besseres Institut als die in Winsald. Und die in Winsald sind schon nicht gut. Was wollt ihr damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Kirche des Boron sicherlich das ein oder andere dazu zu erzählen hat. Meint ihr nicht? Nun ja, sie stehen vielleicht mit den manchen der Kirchen nicht auf bestem Fuß, aber sie zeitigen Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kommen allen zugute. Ihr meint allen Horasiern? Allen Menschen, die dafür bezahlen können, natürlich. Ah, natürlich. Nun ja, eine Akademie bezahlt sie nicht von selber. Es ist trotzdem einer Gilde der Weißen Hand, der Weißen Gilde komplett unwürdig, also einer Akademie. Ich bin schon ganz durcheinander bei diesen ganzen Sachen. Nun, das ist euer Standpunkt, aber nicht unbedingt der Weißen Gilde, nicht wahr? Ihr maßt euch natürlich nicht an, für die Weiße Gilde zu sprechen. Tut ihr das? Nun, sie ist keine Verräterin der Weißen Gilde. Ich bin kein Verräter, ich habe die Gilde gewechselt, das ist ihr wurdet ausgeworfen. Nun ja, die Umstände, ihr versteht, aber ich würde mir niemals anmaßen, für die Graue Gilde mit zu sprechen. Mit einem Arschtritt wurde ihr rausgeschmissen. Wie sagt ihr? Eure gesamte Heimatschule wurde mit einem Arschtritt rausgeworfen. Könnten wir es, haben wir nicht etwas zu tun, meine werten Kollegen? Markus von Zorgan wird mal auf euch zukommen und gut, nachdem wir dieses Unheiligtum gesichtet haben, beschließe ich gemeinsam mit dem Splitter wieder zurück nach Zorgan zu gehen. Um Elburum werden wir uns ein anderes Mal kümmern. Ich weiß zwar nicht, was ihr vorhabt, aber ich bin der Meinung, dass es wichtiger ist, den Splitter wieder zurückzubringen. Ich werde gemeinsam mit meiner Frau Eleonora wieder zurückreisen. Vielleicht können wir noch einige überzeugen, dann den Rest von Oron wieder einzunehmen, aber ich glaube, der Monat Reihe hat erst angefangen und wir können viel Gutes in diesem einen Monat tun. Eure Exzellenz, eine Frage ist noch offen. Was soll mit diesem Palast geschehen? Er brennt ihn. Brennt alles ab. Das ist gar keine Frage. Nun, da hat der Herrscher wohl ein Wörtchen mitzureden, nicht wahr? Bei solcherlei Gestalten gibt es nichts zu reden. Wir sollten die Kirchen, alle Kirchen, in Betracht ziehen. Die Hesindekirche sollte sich die Bibliothek anschauen. Die Reiherkirche sollte alles, was hier unheilig ist, bannen. Und danach, ja, sollte dieser Ort vernichtet werden. Ja, die Perversion hier in diesem Ort, ich weiß nicht. Ja, ich denke, dass ich mich nicht dazu erdreiste, darüber zu entscheiden, was hiermit geschehen soll. Wir werden diese Entscheidung verlagern auf einen späteren Zeitpunkt. Oder ich werde mit allen Kirchen, die in Zorgan anzutreffen sind und die ich auch noch zusätzlich einladen werde, darüber philosophieren, was mit diesem Ort geschehen soll. Immerhin war es mal ein freie heiliges Kloster. Mittlerweile wohl nicht mehr, aber vielleicht können wir es wieder zurückerobern. Wir werden sehen, was damit passiert, aber wir lassen den Ort erstmal so, wie er ist, beziehungsweise hier wird nichts verbrannt. Wir versuchen noch einmal die Kellerräume zu retten und ich schicke noch einige Rosenritter runter, aber bis dahin überlasse ich die Entscheidung dann den Ältesten. Ich knirsche es Mittel beherrscht mit den Zähnen. Ich verbeuge mich, so soll das geschehen. Ah ja, klingt ganz vernünftig.
habe gesehen, dass ihr einige Bücher aus der Bibliothek euch betrachtet habt. Ihr habt aber nichts mitgenommen, oder? Ja, ich nicht, nein. Ich habe einige Werke mitgenommen als Beweismaterial. Die Namen der Autoren oder Autorin stehen darin. Na gut, euch werde ich wohl vertrauen können als Pfeil des Lichts, aber ich möchte trotzdem darum bitten, dass die Bibliothek so weit unangerührt wird, denn auch wir müssen diese Schriften sichten und für spätere Prozesse gegen all diejenigen, die im Moronischen Reich mitgewirkt haben. Wir müssen viel aufarbeiten. Gewiss, ich werde diese Werke im Hesinde-Tempel in Zorgan deponieren, wenn ich damit fertig bin. Ausgezeichnet, dankeschön. Gut, was euch ansonsten weiter bevorsteht, dazu mag ich nichts sagen. Immerhin seid ihr freiwillig gemeinsam mit uns aufgebrochen. Ich werde, wie gesagt, aber mit den weiteren Rosenkriegern, mit den Rosenrittern zurück nach Zorgan gehen. Habt ihr etwas anderes vor? Derzeit nicht. Unser Werk hier ist getan. Der Splitter ist sichergestellt und wird, seine Vernichtung organisiert werden kann, sicher verwahrt werden. Direkt nach Zorgan? Ich weiß nicht, wäre es an diesem Punkt nicht sinnvoller, sich des gesamten Apparates zu entledigen, sprich nach Elburum weiterzuziehen? Ich stimme euch zu. Das ist wirklich sinnvoll. Wir können diesen Splitter nicht nach Elburum mitnehmen. In der Tat nicht. Wir sollten ihn zurück eskortieren. Oder in die fähigen Hände der Rosenritter legen. Aber mir, was die Splitter der Dämonen an Krone angeht, gibt es keine fähigeren Hände als unsere. Nun ja, dann müssten wir nach Zorgan zurück. Dann werden wir nach Zorgan müssen. Dort können wir ihn wohl zumindest erst einmal zwischenlagern. Euer Majestät Arkos. Ja. Habt ihr denn schon passende Aufbewahrungsmöglichkeiten für diesen Splitter in Zorgan arrangiert? Wir haben eine eigene Koschbasaltkammer unterhalb des Spiegelpalastes, in den wir ihn wohl erst einmal bringen und dort wird niemand sich seiner Macht bedienen können, bis wir herausgefunden haben, wie wir ihn vernichten können. Wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass er alsbald nach Gareth überstellt wird. Als kurzfristige Lösung ist das mit Sicherheit gut, eine Koschbasaltkammer zu haben. Langfristig würde ich nicht empfehlen, so ein gefährliches Artefakt unter Wohnquartieren und Orten wichtiger politischer Bedeutung zu lagern. Wie kommt ihr darauf, dass er nach Gareth kommt? Und wenn jemand in der Lage ist, ein solch magisches Artefakt zu vernichten, dann ja wohl die Kirche des Paios. Ja, aber die haben wir auch in Zorgan. Könnt ihr euch erdreisten, dass wir in Zorgan nicht fähig wären. Wir haben eigene Spezialisten. Yalan, Ukurian, wie auch immer. Also, ich weiß ja nicht genau, wie du dir das vorstellst, aber hast du nicht das letzte Mal, als es um einen Splitter ging, gesagt, dass wir nicht so richtig die Ahnung hätten, wie wir ihn jetzt genau vernichten und dass eine Möglichkeit wäre, ihn in den Schlund zu werfen? Meine mich da grob an etwas zu erinnern. Und bis wir einen solchen Plan haben, kann er auch gerne in Verwahrung bleiben. Allerdings werden wir handeln müssen. Wir können ihn nicht ewig unter eurem Palast liegen lassen. Vielleicht sollt ihr etwas diplomatischer vorgehen. Ich meinte doch nur, zur Zwischenverwahrung ist es sicherlich sinnvoll, ihn dort zu belassen. Und dann holen wir ihn und werfen ihn in den Schlund. Die Artefakte der Dämonen, Nabelmir, wirken eine stete Anziehungskraft auf jeden aus, der sich ihrer nicht erwehren kann. Ihr dürft gerne euren Einfluss in Gareth geltend machen und diese Gareta Prios-Geweihten dürfen sich gerne bei uns melden, aber dies ist eine politische Situation, wie mir wohl scheint, und keine göttliche Intervention. Daher dürfen eure Geweihte selbstverständlich gerne in Zorgan nach dem Rechten sehen und mit ihren Liturgien dafür sorgen, dass dieser Splitter vernichtet wird, aber in Gareth wird er nicht weilen. Okay. Wenn es hier nur um Politik geht. Ich bin ein Zwerg, ich bin jetzt nicht einer der politischen Fraktionen zugeordnet. Ich schlage immer noch vor, wir nehmen den Splitter und werfen ihn in den Schlund. Nun, Feuer ist nicht für alles eine Lösung. Für das meiste allerdings schon. Nicht, wenn es um Dämonensplitter geht.
Gut, wir brauchen noch mehr Forschung, so viel ist klar. Bis dahin denke ich, ist es in Ordnung, wenn dieser Splitter in einer Koschbasandkammer gelagert wird, möglicherweise dann auch später unter den Zorgana Praios-Tempel verbracht wird, wenn dort geeignetere Aufenthaltsmöglichkeiten errichtet wurden. Verzeiht, Euer Majestät, seine Gnade Kurian wollte nicht anmaßend sein. Wir haben lediglich schon viele und sehr schlechte Erfahrungen mit derartigen Splittern und Artefakten gemacht. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich werfe Jala einen wütenden Blick zu, ziehe die Augenbraue hoch, um zu bedeuten, halt endlich die Klappe. Wir haben mehrere Jahre, genauso wie das restliche Reich, unter diesem Splitter gelitten. Selbstverständlich wird es andere Splitter von anderen Erzdämonen geben, die ebenso viel Leid gebracht haben, aber wenn einer gelitten hat unter diesem Splitter, dann doch wohl ich, genauso wie meine Frau. Und wir werden dafür sorgen, dass sich niemand unberechtigterweise Zugang zu ihm verschafft. Selbstverständlich, Euer Majestät. Und ich denke, an dieser Stelle sollte ich als Reihergeweihter einschreiten, denn wir sollten die Harmonie wahren und uns nicht streiten hier im, nun, immer noch Zentrum des Feindes. Fürs Erste ist der Splitter unter eurem Palast sicher, ja. Bis wir alle gemeinsam, nicht als Garreter, nicht als Zorgana, einen Weg gefunden haben, diesen Splitter entweder zu vernichten oder für ein für alle Mal sicher zu verwahren, dass er nie wieder Einfluss auf irgendwen führen kann. Ihr habt natürlich recht. Verzeiht mir meine unflätige Ausdrucksweise gegenüber einem Geweihten der Götter. Aber auch ich möchte mir als Königin oder als Schar nicht sagen lassen, wie ich mich mit einem unheiligen Artefakt, wie ich damit umzugehen habe oder auch nicht. Natürlich nicht, das ist völlig verständlich. Und dieser Tag war sehr schwer für euch. Ich denke, dieses Gespräch sollten wir auch nicht heute führen. Und wir sollten so bald wie möglich nach Zorgan zurückkehren, um nun uns dem Einfluss dieses Splitters nicht auszusetzen. Stehen wir noch unter dem Harmoniesegen? Ja, wir stehen alle noch unter Harmoniesegen. Nun, selbstverständlich. Ich bin mir sicher, der ehrwürdige Schar wird alles in seiner Macht tun, dass dieses Artefakt nicht in die falschen Hände fällt. Selbstverständlich. Also gut, er streicht sich nochmal so ein bisschen seine Kleidung glatt. Dann versuchen wir, aus dieser Festung wieder auszubrechen. Ich denke, mit den bisherigen Verlusten, die sie dort unten und wir hier oben eingefahren haben, wird das uns ein leichtes sein. Und kehren wir zurück nach Zorgan und kümmern uns dann im restlichen Monat darum, dass Elburum und auch Janka und all die anderen Städte wieder zurück in unsere Hände fallen und kümmern wir uns darum, dass dann diese schändlichen Dämonenpaktierer ausgemerzt werden. Hört, hört. So soll es geschehen. Je eher, desto besser. Wir stehen ja immer noch hier. Danke, Stabelmeer, auf ein kurzes Wort, bitte. Gerne. Ich nehme ihn kurz beiseite, so einige Dutzend Schritte, wo gerade niemand in der Gegend steht. Ja, euer Gnaden? Seht euch diesen, nennen wir es mal Tempel mal an. Ich seid doch in der Baukunst bewandert. Was denkt ihr? Ich meine den in Zorgan. Wie bitte? In Zorgan meint ihr? Nein, ich meine den, vor dem wir stehen. Nun ja, ist ein ausgeprägtes Beispiel islamistischer Baukunst. Vielleicht ein wenig verspielt, aber nun ja, ist die Raya-Kirche, muss man sagen. Was denkt ihr, wie gut er gezielten Bränden statthalten würde? Steckt die Mauern! Nun, ich denke, er wird brennen, aber habt ihr nicht den Herrscher gehört? An die Tore! Ich stelle nur eine Frage, was ist das für eine Ruferei da hinten? Alarm! Ich werde mir das ansehen, macht euch eure Gedanken, ja? Und teilt diese nur mir mit. Sicher. Ja, ihr könnt sehen, wie jetzt auf diese Alarmrufe von der Anführerin, von der Generälin, jetzt auch die einzelnen übrig gebliebenen arayanischen Kriegerinnen, die Tigergarde und so weiter, dann aus dem Palast herauslaufen und allesamt dann die Festungsmauern versuchen zu halten. Das große Tor wird wieder zugeschoben, ein dicker Balken davor gelegt und die einzelnen Bögen, die man dann dabei hat, werden bespannt. Und man besetzt oben den
Turm. Irgendjemand kommt! Schwarz-rote Banner! Parfax! Ach nein! Hatte jemand. Kira, sie hatte doch ein Fernrohr. Ja, hier. Oh, wenn der uns betrogen hat, ich sag's euch. Dann bin ich so richtig wütend. Da könnt ihr euch aber hinten anstellen. Seine Eier hole ich mir zuerst. Ja, gehen wir jetzt mal auf die der verfluchte Hapax. Ich hab euch gesagt, wir können ihm nicht trauen. Ganz ruhig. Sehen wir erst einmal, was das ist. Nun, ja. Abelmir, wie sieht es aus? Ja. Der Bau macht einen ganz relativ soliden Eindruck. Oh Gott, deswegen gibt das her. Ach, ich meinte draußen. Ach so, ich verstehe. Heraldikprobe. Nein? Wo seid ihr schon wieder in eurem Kopf, Magier? Heraldikprobe, um Gottes Willen. Kein Bonner, das ich jemals gesehen hätte. Die sehen aber auch alle gleich aus. Oh.